Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade am Putzen und musste meine Allzweckreiniger auffüllen und dachte, ich nutze das gleich zur Gelegenheit, um euch mal zu zeigen, wie ich die eigentlich herstelle. Ich habe in diesem Video schon mal darüber gesprochen, dass es mit Kindern einfach wesentlich entspannter ist, wenn man weiß, dass die Reiniger, die man im Haus stehen hat, ungefährlich sind. Und deswegen stelle ich die mittlerweile alle selber her, also sowohl Allzweckreiniger als auch Glasreiniger, als auch so Polsterspray zum Beispiel für die Couch oder so, das mache ich mittlerweile alles selber und wollte euch das jetzt so in einigen Schnipseln einfach mal zeigen, wie ich das so mache. So, wir machen jetzt zusammen etwas, was den Kindern beim Einschlafen hilft und zwei Allzweckreiniger. Was wir dafür brauchen, ist was zum Abmessen, Natron, ganz normale Kernseife, destilliertes Wasser, Weißweinessig, dann natürlich hier solche Pumpdinger. Die hier sind von Action und waren echt super, super günstig. Und natürlich ätherische Öle, die wir verwenden wollen. Ganz, ganz klassisch. Für das zum Schlafen natürlich Lavendel. Für den einen Allzweckreiniger habe ich mich für Orange entschieden. Und der andere Allzweckreiniger, den mache ich mir mit Chia, weil das ist eines meiner liebsten Düfte. Und wenn der sich so in der Wohnung verteilt, wenn man damit putzt, finde ich sehr, sehr geil. Und los geht's. Okay, das ist natürlich wirklich super, super simpel. Hier kommt einfach nur Tropfen Lavendelöl aufgefüllt mit Wasser. Ich habe ungefähr 20 Tropfen in die Flasche gemacht und das Ganze dann mit Wasser einfach aufgefüllt. Und damit besprühe ich die Kissen der Kinder, bevor wir schlafen gehen. Und ich finde, das hilft richtig, richtig, richtig gut. Ich mag das sehr. Da können wir gleich an dieser Stelle mal was... Dülülü, die Post ist da. So, gut, okay, wo war ich? Ich wollte was dazu sagen zu den ätherischen Ölen. Da ihr die jetzt wirklich so anwendet, dass ihr damit in Kontakt kommt, dass eure Kinder damit in Kontakt kommen, würde ich sehr, sehr, sehr darauf achten, dass das Öle von guter Qualität sind. Das heißt, verwendet bitte nicht die Öle, die es irgendwie so bei Rossmann, DM oder manchmal auch bei Aldi zu kaufen gibt, sondern nimmt da wirklich Öle mit einer guten Herstellerqualität, so wie die ich zum Beispiel benutze. Genau, und das war's schon damit. Und weiter geht's jetzt mit den anderen. Den ersten Allzweckreiniger, den wir mit Orange machen werden, und einfach nur Weißweinessig und destilliertes Wasser. Ich habe den für euch ausgewählt zum Zeigen, weil man da halt wirklich nicht viel zu braucht. Und am einfachsten nehmt ihr euch einfach eine Tasse zum Abmessen und macht eine Tasse Weißweinessig auf 4 Tassen Wasser und gebt dann etwa 20 Tropfen Orange mit dazu. Und das füllen wir jetzt einfach alles hier ein. Der zweite Allzweckreiniger ist ein bisschen aufwendiger. Und zwar müssen wir zuerst die Kernseife jetzt gleich mal in Wasser erhitzen und sich darin auflösen lassen. Und dann lassen wir das Ganze abkühlen und erst danach geben wir dann zu dieser Mischung Natron und Chia dazu. Übrigens 10 Tropfen von Chia. Und dann füllen wir das Ganze in die Sprühflasche um. Übrigens sehr, sehr wichtig bei diesen Allzweckreinigern ist, dass bevor ihr die benutzt, die immer sehr stark schüttelt. Ich setze euch nochmal alle Mengenangaben, das wollte ich sagen, unten in die Infobox. Aber ich kann euch ja hier schon mal sagen, wir benutzen 4 Teelöffel vom Natron, 4 Teelöffel von der geriebenen Kernseife, die wir jetzt gleich in 900 Milliliter warmem Wasser erhitzen und auflösen werden. Und dann geht's weiter. So, ich habe die Kernseife jetzt einfach geraspelt. Und davon brauche ich jetzt 4 Teelöffel und löse die jetzt einfach, also es ist schon ein bisschen wärmeres Wasser, löst das jetzt einfach darin auf, also erhitzt das und da löst sich das darin auf. So, ich habe das sich auflösen lassen, abkühlen lassen. Jetzt kommen hier 4 Teelöffel Natron mit rein und das Öl. Und dann wird es einfach abgefüllt in die Sprühflasche. Übrigens wäre es natürlich noch viel, viel toller, wenn ich keine Plastiksprühflaschen benutzen würde, sondern Glassprühflaschen. Allerdings mache ich das aus dem Grund nicht, weil mir dann Glas wiederum zu gefährlich mit den Kindern ist.